Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Ich mache nach der letzten Folge hier fast direkt weiter, denn ich bin einfach hier zu gespannt, was hier noch so los ist und was wir hier noch so kriegen können. Wie gesagt, diese Stadt ist mir irgendwie überhaupt nicht in Erinnerung. Diese ganze Szenerie hier ist ja auch geil. Ja, und wir werden natürlich mal sehen, was es hier so gibt. Ah, okay. Vier Arme. Na gut. Ich glaube, die beiden hatten wir noch nicht. Weil das jetzt eh nicht mehr so... Oh, nicht so ergiebig ist. Kräuterfrau Pfefferkorn. Okay. Frische Kräuter, getrocknete Wurzeln, alles, was das Herz begehrt. Ich würde gerne ein paar Kräuter kaufen. Was habt ihr denn alles da? Also Einbeeren würde ich ja jetzt noch nehmen, aber hat sie nicht... Die Sache in die Hand. Gut. Ich denke, im Groben können wir das hier alles so lassen. Frische Kräuter, getrocknete Wurzeln, alles, was das Herz begehrt. Verkauft ihr auch Rauschkraut? Ich muss doch sehr bitten. Ich bin eine ehrbare Händlerin und keine Schmugglerin. Schon gut. Hab Dank. Ich denke, ich habe alles, was ich brauche. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob unser Charakter das gefragt hätte. Aber ich wollte es natürlich auch selbst wissen. Vielleicht hat das ja auch Kladdes gefragt. Ah. Ja, wobei. Die Einbeeren brauchen wir auch für Heiltränke. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Ja, das andere finde ich jetzt alles nicht so wichtig. Und wir haben auch genügend Einbeerensäfte. Okay, wir müssen mal kurz gucken, wie viel die Leute hier haben. Er hat 6 jetzt, sie hat 2 Tränke. Aufgepasst. 3 und 2. Okay, dann geben wir nochmal jeweils einen ab. Ich versuche mein Bestes. Lass das mal Frohgrimm machen. Ich mach das schon. Perfekt. Unser sinngefälliges Nebenforschungsgebiet hier, die Alchemie. Nandus zum Gruß. Sucht ihr Hilfe in Belangen der Magie? Benötigt ihr Zutaten oder wollt ihr gar neue Zauber lernen? Geil, das ist es. Ah, ich glaube, wir haben das, was wir für die eine Quest gesucht haben. Aber gut, da lese ich mich gleich nochmal rein, bevor wir das fragen. Was für Zutaten könnt ihr mir denn anbieten? Okay, wow. Wow. Ach du Scheiße. Okay, Rezept Ausdauertrank. Ja gut, kostet nicht viel. Charisma-Elixier, Fingerfertigkeits-Elixier. Gewandtheit, den Olginsud, Willenstrunk, Kapu-Elixier, Kraft-Elixier. Ich würde mal sagen, wir kaufen schon mal den großen Heiltrank. Aber dann warten wir erstmal, wie das mit den Rüstungen ist. Nicht, dass wir irgendwie so viel Geld noch für die Rüstung brauchen.
Eine Anleitung, um einen Ausdauertrank zu brauen, wirkt ausgesprochen belebend. Plus 30 Ausdauer. Okay, Wert 11 brauchen wir dafür auf jeden Fall. Ich guck nochmal kurz, was wir für einen Wert haben. 10, okay. Charisma-Elixier. Eine Anweisung zur Herstellung eines Trankes, der das Charisma für kurze Zeit erhöht. Einem Charisma-Elixier, das nicht aus der Hand eines Altgesellen stammt, sollte man auf jeden Fall misstrauen. Okay. Da brauchen wir auch eine 12. Da brauchen wir eine 13 tatsächlich. Eine Rezeptur für Olkinsud, an der sich besser nur ein Meister der Alchemie versucht. Dieser Trank verleiht eine gewisse Immunität gegen Gifte. Okay, wir haben ja genügend AP eigentlich, ne? Ein Rezept für einen Trank der Willenskraft, das nur durch einen Meister umgesetzt werden kann. Okay, da brauchen wir eine 16 schon. Okay. Ach, das K.O.-Elixier macht sogar noch maximale Ausdauer plus 20. Gut, und natürlich für Körperkraft noch. Also bis 16 müssten wir schon steigern. Ich glaube, den großen Trank lassen wir erstmal beim Hauptcharakter. Ich glaube, hätte ich jetzt den Geoden aus Drangsang 2, dann... Ja, da hätte ich dann gesagt, komm... Der ist jetzt nicht der große Kämpfer. Dann steigen wir tatsächlich einmal bis 16. Nandus zum Gruß. Sucht ihr Hilfe in Belangen der Magie? Benötigt ihr Zutaten oder wollt ihr gar neue Zauber lernen? Und welche Zauber könnt ihr lernen? Das betrifft natürlich nur sie. Alchemie braucht jetzt keiner. Ja, gut, das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ach, scheiße, sie hat auch nur noch so wenig Punkte. Zum Glück braucht man immer nur 10 Punkte hier, um einen Zauber zu lernen. Attributo will ich alles nicht. Ja, klar, für Djinnruf muss ein Vollmagier sein. Duplikatus ist hier. Der Zauber lässt einen optischen Doppelgänger erscheinen. Dieser bewegt sich synchron mit ihm, verschmilzt und trennt sich ständig wieder. Ein möglicher Angreifer wird verwirrt und kann kaum feststellen, hinter welcher Gestalt sich der richtige Zauberer verbirgt. Okay, der kostet sogar 15 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie der hier wirkt. Wie das aussieht, das könnten wir mal versuchen. Tatsächlich, da hätte ich mal Lust drauf. Der Magier hebt durch Wunden oder Magie verursachte Attributsschäden auf. Na gut, finde ich jetzt nicht so cool. Immunität gegen Schlaf wäre halt ganz lustig. Ja, sie haben natürlich jetzt bei diesen beschwörbaren Sachen hier wie elementarer Diener darauf geachtet, dass nur so richtige Zauberer das können, ne? Damit die auch so einen Vorteil haben. Falkenauge. Oh, gut, könnten wir auch machen. Ja, wobei Herbe das Tierreich wäre schon ganz lustig, ne? In diesem Zauber können angreifende Tiere besänftigt und gefügig gemacht werden. Der Magier erscheint seinem Opfer als eine bedrohliche Gestalt und schüchtert das verzauberte Wesen ein. Ja, fliehen. Ja. Paralysis? Krass. Der Magier versteinert seinen Gegner über einen gewissen Zeitraum. In diesem ist der Versteinerte unverwundbar. Ah, verdammt, sie hat nur noch so wenig Punkte. Okay, ich würde mal sagen, wir lernen mal den Duplikatus tatsächlich. Und den Helblas Tierreich.
Und da wir das auch häufiger, glaube ich, brauchen ab und an. Okay, Dietriche tausche ich mal hiermit aus und... Herbe das Tierreich steigern wir mal um einen Punkt schon mal. Und ich würde sagen, die Dietriche. Packen wir mal hier hin. Das brauchen wir hier ein bisschen seltener, glaube ich. Ach, wir haben sogar schon einen großen Zaubertrank mit dir. Stimmt. Haben wir ja vor einer Weile mal gekriegt, ne? Jetzt will ich mal wissen, wie das aussieht. Okay. Das sieht ja irgendwie komisch aus. Okay. Gut, dann lesen wir noch einmal kurz hier. Das Rezept für den Meistertrank. Die Alchemistin Auralia besitzt ein ganz besonderes Rezept. Ein wahres Meisterstück alchemistischer Künste. Leider kann sie es nicht zubereiten, denn eine der Zutaten ist ihr gänzlich unbekannt. Jetzt sucht sie jemanden, der ihr sagen kann, wo man diese Zutat findet oder wie man sie einsetzen kann. Der Meistertrank, der sich mit diesem Rezept brauen lässt, soll danach auch mir zugutekommen und Auralia würde sich mir auf meinen Abenteuern sogar anschließen. Genau, die ist ja ein Ferdok in der Nähe des Sinnetempels und... Ja, Mann. Und ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, dass die sich überhaupt anschließen konnte damals. Naja, vielleicht habe ich es auch irgendwie nicht so richtig genau gespielt damals. Wobei ich das normalerweise mache bei Spielen. Naja. Gut, finde einen Kundigen. Ich muss jemanden finden, der das Rezept von Auralia entschlüsseln kann. Und das kann er eventuell. Nandus zum Gruß. Sucht ihr Hilfe in Belangen der Magie? Benötigt ihr Zutaten oder wollt ihr gar neue Zauber lernen? Ich habe hier ein Rezept von einer Alchemistin aus Ferdok. Irgendetwas scheint damit nicht zu stimmen. Gebt mal her. Ein sehr interessantes Rezept, aber diese Zutaten sind alle sehr schwer zu finden. Und wenn mich nicht alles täuscht, würden diese beiden Zutaten hier zusammen falsch reagieren. Also irgendetwas stimmt damit nicht, aber was genau kann ich euch leider auch nicht sagen. Habt ihr eine Ahnung, wer mir damit weiterhelfen könnte? Nein, keine Ahnung. Da müsstet ihr schon einen wahren Meister unserer Kunst finden, der euch damit weiterhilft. Alles, was ich tun kann, ist euch ein paar Zutaten zu verkaufen. Na, wie sieht's aus? Auf bald, werter Magier. Ja gut, aber... Wir wissen doch gar nicht, was wir dafür brauchen, oder? Oder ist das hier irgendwie drin? Nee, also ich sehe das hier nicht. Ist ja blöd. So, mit der hatten wir geredet. Dann haben wir noch den Waffenhändler und den Rüstungshändler und Händlerin Harzeibe. Tretet nur näher, hier gibt's das beste Handwerkszeug vom ganzen Kosch. Das beste Handwerkszeug vom ganzen Kosch? Das muss ich sehen. Zeigt her. Okay, sie verkauft einfach nur Zutaten, aber keinen fertigen Bogen. Allerdings... für Brandpfeile... finde ich das tatsächlich nicht unwichtig hier.
Oder hat er jetzt hier die ganzen Zunderschwämme? Nee. Amazone voraus. Ach, Quatsch. Tretet nur näher. Hier gibt's das beste Handwerkszeug vom ganzen Kosch. Entschuldigt, dürfte ich eure Werkbank benutzen? Aber natürlich, gleich hier neben meinem Marktstand. Vielen Dank. Okay, was braucht man dafür denn noch? Ach du Scheiße. Wobei, das haben wir ja alles zuhauf, sehe ich gerade. Ich habe gerade falsch umgeguckt irgendwie. Warum haben wir denn keine Lederbänder mit ihr? Ich glaube, er hat aber ganz viele. Ich mach das schon. Warte mal, das verstehe ich nicht. Okay, wir haben jetzt alles. Talentwert. Achso, wir haben nur eine 7. Ja, mein Gott. Das lässt sich schnell beheben. Sehr schön. Die heben wir natürlich auf. Können nämlich noch sehr wichtig werden. Lederrüstungen, Plattenpanzer. Ordentlich gerüstet fürchtet ihr weder Bestien noch Plünder. Dann lass mal sehen, welche Rüstung ihr habt. Ah, okay. Ja. Glaub allerdings, dass ich. Ach nee, er braucht das ja sowieso nicht. Plattenarme 5. Ah, sehr schön. Die können wir schon mal kaufen. Handschuhe. Wobei Handschuhe Armschienen machen die, ne? Ich glaube, er hat noch. Okay, er hat separat keine Handschuhe anscheinend. Okay, wir gucken mal, was mit ihr ist. Okay, sie hat auf den Arm schon 3. Ach so, das, okay, das bringt 4, ne? Ja gut, dann kaufen wir mal das hier, auch 3. Okay, dann kaufen wir mal Panzerhandschuhe. Okay, die machen Brustrücken und die Arme, okay. Okay, da hat sie aber die richtig guten. Ich versuche mein Bestes. Ja, auf jeden Fall. Dann kriegt er hier noch die Schultern dazu. Oh, sie. Ah, sie hat gar keine Schultern. Perfekt. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier so eine Einkaufssession natürlich. Ich glaube, er kriegt auch irgendwann noch einen Helm. Okay, 5, ja, das. Den können wir auf jeden Fall nehmen. Der macht 4. Alle mal hergehört. Finde ich immer gut, dass man das ganz schnell vergleichen kann. 81, heftig. Schwerer Panzer, der aus aufgenähten Stahlschuppen besteht. Diese Art von Rüstung wurde größtenteils von den modernen Plattenrüstungen verdrängt und ist nur noch sehr selten anzutreffen. Okay, 5 und auf den Armen auch noch 3. Okay, krass. Den kaufen wir schon mal.
Okay, auch nicht schlecht. Der leichte Plattenpanzer besteht aus je zwei gegeneinander verschiebbaren Metallplatten, die den Oberkörper vorn und hinten umgeben. Die Rüstung bietet einen beachtlichen Schutz und ist weit verbreitet bei Garderegimentern des Mittel- und Horasreichs. Gut. Oh, auf jeden Fall. Röhrenförmige Metallteile, die durch geschickt verbundene Gelenke gehalten werden. Sie gehören zu den modernsten Rüstungen Aventuriens und erfreuen sich sowohl hoher Beliebtheit als auch eines stolzen Preises. Aber hat er da nicht... Ach ne, er hat schon diese krassen Sachen. Gute Entscheidung. Okay, da hat sie was Besseres. Ja... Das ist wohl auch etwas besser. Okay, RS4. Ja, kaufen wir auf jeden Fall auch. Gut. Dann machen die noch irgendwas Bestimmtes hier? Nee, ne? Nur Zwerge können sie nicht tragen. Okay, damit hat er drei Behinderungen. 5. Ja gut, auf dem Bein fehlt dann was, aber mein Gott. Gut, jetzt sehen wir sein Gesicht natürlich nicht mehr. Das sieht doch schon mal schick aus hier mit dem Schuppenpanzer. Die Beine sind natürlich jetzt ziemlich fett, aber okay. Scheiße. Ah. Okay, habe ich jetzt vergessen, dass dann auch die Armschienen weggehen. Ah, Mist. Na gut, so teuer war es nun auch wieder nicht. So, genau, die Schultern fehlen nämlich noch komplett. Perfekt, jetzt hat sie auch endlich die Schultern. Ja, sehr geil. Ich glaube, so viel besser wird es dann auch nicht mehr. Also, wir kriegen ab und an, glaube ich, noch ein bisschen was Cooles. So eine Ritterrüstung oder so kriegt man ja irgendwann, meine ich, auch noch. So war es auf jeden Fall im zweiten Teil. Folgt mir. Lass das mal Vorgrim machen. Moment mal, ich habe vergessen, wir haben diese Plattenarme noch gekauft. Linker Arm, rechter Arm. Und wir haben noch coole Stiefel. Alles klar. Wir haben noch sehr coole Stiefel, die können wir ihr geben. Perfekt. Alles klar. Dann kriegt er ziemlich coole Stiefel. Für einen günstigen Preis und das verkaufen wir noch und haben natürlich immer noch ziemlich viel. Okay. Jetzt haben wir uns ziemlich, ziemlich cool aufgerüstet. Ah, Moment mal, da ist ja dieser Eichrich. Mit dem hat doch Gerling zu tun gehabt. Müsst ihr mich ausgerechnet jetzt stören? Ich habe keine Zeit, Fremdenführer zu spielen. Ich bin Kaufmann und habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Ich hätte da noch ein paar Fragen zu Talon und derlei. Dann stellt eure Fragen, aber schnell. Zeit ist Geld. Könnt ihr mir etwas über die Geschichte dieses Ortes verraten? Die ist ziemlich bewegt. Das Tal hat schon immer allerlei üble Gestalten angezogen, muss wohl an den heiligen Apfelhainen hier liegen
Vor ein paar hundert Jahren war sogar mal ein Drache hier, angeblich. Aber die Leute sind immer geblieben, weil das Tal fruchtbar ist und weil hier die besten Äpfel Aventuriens wachsen. Und was machen die Geschäfte, wenn man fragen darf? Mein Ur-Urgroßonkel kam vor vielen, vielen Jahren nach Talon und hat unser Handelshaus gegründet. Er starb aber ohne Kinder an der Blauen Keuche und das Geschäft wurde von seinem Bruder übernommen. Wir handeln traditionell mit Apfelwein und kandierten Äpfeln, die wir exportieren. Dafür importieren wir alles, was man im Tal nicht herstellen kann. Kennt ihr zufällig einen Diplomaten namens Gerling? Amüsant, dass ausgerechnet ihr mich das fragt. Gerling war vor ein paar Tagen zu Gast in meinem Haus. Ein sehr interessanter und interessierter Mann. Er zeigte großes Interesse an der Geschichte dieses Handelshauses und seines Gründers, meinem Ur-Urgroßonkel. Wahrscheinlich haben es ihm die vielen Geschichten über ihn angetan. Was meint ihr damit? Ach, das Übliche. Wie das so ist, wenn ein Fremder in eine Stadt kommt und plötzlich reich wird. Manche behaupten, er war ein Schwarzmagier, andere, er sei ein Diener des Namenlosen gewesen. Es gab auch endlose Spekulationen über seinen Tod und den seiner Frau. Aber die beiden sind einfach an der Blauen Keuche gestorben. Sein Bruder, mein Ur-Urgroßvater, hat das Geschäft dann übernommen. Meine Familie wohnt seit Generationen im Haus meines Ahnen und wir haben nie Labore, Tempel oder Geheimräume dort entdeckt. Alles blanker Unsinn. Wenn ihr noch etwas Zeit entbehren könntet, würde ich euch gerne noch etwas Persönliches fragen. Na schön, worum geht es? Okay, eigentlich doch nichts. Okay, das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Nun gut, lebt wohl, Kaufmann. Hier gibt es die besten Waffen der ganzen Gegend. Gibt es hier in der Stadt auch eine Schmiede? Ihr wollt eure Ausrüstung in Schuss halten? Das lobe ich mir. In der Nähe der westlichen Stadtmauer, gleich hinter dem Stand des Alchemisten, ist eine Schmiede. Aber warum kauft ihr euch bei mir nicht gleich was Ordentliches? Nun gut, lasst sehen, was ihr feil zu bieten habt. Okay, das sieht hier erstmal nicht so nützlich aus. Seltene Jagdwaffe der Firnelfen. Ja. Man merkt an den Preisen eigentlich schon, dass wir das alles nicht so brauchen, ne? Schwere Torwalsche Kampfaxt. Meint ihr? Na gut. Dann haben wir eben hier so ein bisschen Zeit gespart. Warum auch immer die hier rumstehen. Rück mir nicht so auf die Pelle. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt mal nicht schaffen. Bei so einem normalen Typen. Okay, was ist das hier? Ah, Boronsanger. Oh, fein. Ah, okay, die Triche kann man da auch gar nicht benutzen. Soll ich schleichen? Hm.
Hier sind noch Fässer. Mit einem Schlag. Boah, schon wieder Infusionselixier. Heftig. Na klar. Ich versuche mein Bestes. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, diese ganzen Häuserkulissen hier, also das sieht wirklich irgendwie aus wie aus so einem Grimms-Märchen. Das ist echt schon ziemlich cool. Aber deswegen lieben wir das ja auch alles. 7 Behinderung hat er, heftig. Ah. Der Tempel, sehr gut. Tatsächlich, wir müssen eigentlich dahin. Okay, nicht schlecht. Spielend. Städter ist eigentlich ein Geweihter, ne? Was soll das? Okay, und was ist das hier? Oh nein! Ein Kobold? Was steht denn da draußen ein Kobold rum? Ah, ich kann mir gut vorstellen, dass der hier irgendwelche Leute verwandelt hat. Und die stehen da jetzt rum. Toll, dass hier über Hesinde was gesagt wird. Wenn sie eigentlich um Pareine geht. Okay, das sieht wirklich aus wie so eine kleine Kathedrale oder so. Oder Kirche zumindest. Ja, gut, aber natürlich nicht mit Bänken, sondern hier mit Krankenbetten. Konnte ich mir auch nicht immer unbedingt eine Vorstellung von machen. Mach ich. In so einem Tempel. Ja gut, damals 4.1. Wege der Götter, da hat man natürlich schon einiges mitgekriegt. Aber das richtig zu sehen hier, das ist schon cool. Ah ja. Abt von Talon. Willkommen am Kloster von Talon. Wie kann ich euch helfen? Kloster. Ich dachte, Klöster liegen dann eher mal außerhalb von Städten. Erzählt mir von eurer Gottheit. Ich wüsste nicht, was ich euch erzählen könnte, was ihr nicht schon wissen werdet, aber ich will eure Neugier dennoch gerne versuchen zu stillen. Als eine der 12 ist sie die gütige Göttin der Heilkunst, der Pflanzen und des Ackerbaus. Der 10. Mond im aventurischen Jahreslauf ist allein ihr gewidmet und nahezu alle Bewohner Aventuriens beten auf die eine oder andere Weise zu ihr. Ihr Symboltier ist der Storch, der dem Volksglauben nach mit seinem langen Schnabel die Saat in den Boden steckt. Ihre heiligen Pflanzen sind Apfel, Baum und Knoblauch. Wie ihr an meinem Gewand sehen könnt, ist ihre heilige Farbe grün. Die Menschen hier sprechen über eine Bestie. Könnt ihr mir mehr darüber erzählen? Bürgermeister Stippwitz sagt, dass alles nur Geschwätz der Bauern sei und dass die Probleme hier nur von den Goblins herrühren, wobei anzumerken ist. Erst als die Wache zurück nach Talon beordert wurde, haben sich die Goblins hier niederlassen können. Es scheint, als ob die Furcht vor dem Gegner uns mehr Schwierigkeiten bereitet hat, als der Gegner zu Anfangs in der Lage war. Andererseits hat bisher niemand die Bestie zu Gesicht bekommen und scheint somit nichts weiter zu sein als ein Hirngespinst. Okay, nochmal weiter. Kennt ihr den Vorarbeiter, der für die Reparaturen an der Brücke vor den Osttoren der Stadt verantwortlich ist? Ich frage mich, warum er so furchtbar schlecht gelaunt ist. Okay.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir danach fragen können. Ach, ihr meint sicher Darian. Ja, ja, das ist schon ein mürrischer alter Kauz, was? Aber ihr müsst versuchen, ihn zu verstehen. Der Bürgermeister und Kaufmann Eichrich sitzen ihm im Genick, dass die Brücke auch ja schnell fertig wird, ohne sonderlich viel dafür bezahlen zu wollen. Außerdem noch die Gefahr durch die Goblins. Da kann man schon mal mit den Nerven durch sein. Am schlimmsten hat ihn aber wohl diese Fuhrfrau in Rage gebracht, die ihm das Holz für die Reparaturarbeit geliefert hat. Ich habe es nur von fern gesehen, aber sie redete pausenlos auf ihn ein, bis er schon fast mit der Säge auf sie los ist. Da ist sie dann flugs zum Stadttor hinein. Aber Darian war vielleicht geladen, das kann ich euch sagen. Was sind eure Aufgaben innerhalb eures Ordens? Oh, ich bin das, was man am ehesten als Heiler und Seelsorger bezeichnen würde. Ich kümmere mich um alle Belange, bei denen ich Trost spenden oder Wunden heilen kann. Würdet ihr mir noch eine Frage beantworten? Ja, wenn ich kann, gern. Was könnt ihr mir über Prenzhain erzählen? Prenzhain ist ein altes Heiligtum unseres Ordens. Sein Herzstück ist der heilige Apfelbaum der Pereine. Dort leben auch zwei weitere Mitglieder des Ordens, der Chronist Zorian und die Hüterin Ulinai. Wenn ihr mehr über die Geschichte Talons erfahren wollt, dann kann euch Zorian als Hüter der Chroniken sicher weiterhelfen. Das war vorerst alles. Hab Dank und lebt wohl. Ich versuche mein Bestes. Ah, hier laufen wir wieder ultra schnell. Oh Gott. Das war ja eben sogar noch schneller als schnell. Okay, da ist die Brücke. Hinterm Tempel geht's noch weiter. Hinterm Kloster, besser gesagt. Nettes Bergpanorama des Koschs. Da oben ist auch irgendwas, ne? Weiß nicht, ob das irgendwie nur Panorama ist oder ob wir da wirklich irgendwann mal hinkommen. Das sieht da oben irgendwie so aus, als wenn das mal ein Aquädukt gewesen wäre oder so. Okay, da ist ein Fass. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ja. Aufgepasst! Was? Krassen Heiltrank? Alle mal hergehört. Eine Dukate und so weiter. Wow. Das bin ich. Okay, ich habe das Gefühl, mit zunehmendem Spielverlauf lohnen sich die Messer umso mehr. Also jedes einzelne Fass kann hier wertvoll sein. Wow. Okay. Folgt mir. Gut. Bekelbrecht. Spielen. Warum kommt ihr mir so nah? Zieht ab. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Haut ab. Der sieht wieder aus nach so einem Banditentypen. Ah, Gassenwissen. Ihr seht mir aus, als könntet ihr mir weiterhelfen. Ich benötige gewisse, sagen wir mal, Ausrüstungsgegenstände. Mal sehen, ihr schaut mir nicht aus wie jemand von der Stadtwache. Also gut, ich denke, ich habe genau das, was ihr braucht. Bringt mir etwas von euren Diebeskünsten bei. Na klar. Ja. Ah, er könnte gezielter Stich. Ah, Todesstoß sogar. Ah, verdammt, aber Mut 15 hat sie, glaube ich, auch nicht.
Ah, sie hat echt immer so wenige Steigerungspunkte. Das ist echt fies. Na gut. Okay, wir könnten... Also wir könnten bei ihr noch... Moment. Ah ne, sie hat nur 6 Punkte, okay. Ich dachte gerade, sie hat über 8000. 2 Punkte Mut. Gewandtheit könnten wir auch um 2 Punkte. Tragödie. Fex mit euch. Was darf's denn diesmal sein? Und zeigt mir eure Waren. Das bin ich. Okay, wir kaufen ihm die Brandfallen noch ab. Ja, gut. Die Dreche füllen wir einfach mal wieder auf. Dann für den Hauptcharakter nochmal Zielwasser. Die Pastillen. Ah, ich merke gerade, wir haben was vergessen. Okay, sie kauft den Ring. Bei Fex-Anhängern beliebte Waffe. 1W plus 1. Mal gucken, ob der Ring direkt identifiziert ist. Nein. Ah, na gut, Fingerfertigkeit plus 1. Na super. Das bin ich. Okay, 7 Brandfallen, perfekt. So, was haben wir noch? Irgendwas war doch dann noch. Stimmt, die Pastillen. Ach stimmt, das Zielwasser, genau. Amazone voraus. Sie hat auch noch Zielwasser, sehr gut. Sehr schön. Ja, das dürfen wir doch nicht vergessen, dass wir hier noch... Ah, 2 Fässer, sehr gut. Okay, wow. Das bin ich. Lass das mal Vorgrim machen. Heftige Fässer, ey. Guck noch mal vorher. Okay, Vorgrim hat noch gar keine Ringe. Sie könnte tatsächlich auch noch sowas wie einen Lebensring vertragen. Okay, also wir könnten tatsächlich noch ein bisschen was kaufen. Nandus zum Gruß. Sucht ihr Hilfe in Belangen der Magie? Benötigt ihr Zutaten oder wollt ihr gar neue Zauber lernen? Ich würde gerne einen Blick auf eure Waren werfen. Okay, ich würde sagen, sie kriegt das Ding noch. Und er kriegt tatsächlich einen großen Dingstrank. Ah, Ring des Lebens. Perfekt. Goldener Ring mit einem eingefassten Smaragd. Der Ring erhöht die Ausdauer des Trägers auf magische Weise. Also Ring der Ausdauer auf jeden Fall. Magischer Ring, der dem Träger einen astralen Kraftspeicher zur Verfügung stellt. Der Ring ist ein Kleinod für jeden Zauberer. Na klar. Ja gut, ich würde sagen, den nehmen wir auch nochmal mit. Okay, gucken wir erstmal. Okay, dann hat sie einmal Leben, einmal Astralpunkte. Sehr gut.
Gut, dann... Ja, Klugheit brauchen wir nicht so. Dann geben wir ihm mal hier die beiden richtig geilen Tränke. Ringe. Okay, sie kriegt nochmal ordentlich Fingerfertigkeit. Aufgepasst. Okay, ein Mutamulett haben wir schon. Okay, sie hat K.O., das ist gut. Er hat Mut, das ist auch gut. Ja, Etikette ist halt nicht so wichtig eigentlich. Okay, Charisma plus 2, Etikette. Ja gut, ich würde sagen... Na klar. Wir kaufen jetzt für ihn einfach nochmal... Gewandtheit. Das klassische Standessymbol eines Magiers mit eingelassener Kristallkugel. Ah, ist jetzt aber nicht so wichtig. Okay, K.O. würde ich noch sagen. Und dann haben wir noch 200 übrig. Gute Entscheidung. Okay, das Rondra-Ding behält sie natürlich, aber sie trägt dann erstmal das, weil das wichtiger ist. Okay, dann gucken wir nochmal. Er hat alle Ringe. Ausdauer, Leben. Seeleninstrument. Sie kriegt einfach Fingerfertigkeit und K.O. Sie kriegt K.O. Astral und Leben. Er kriegt Klugheit, Gewandtheit und, ja, Mut noch. Na gut. Okay. Ich würde mal sogar behaupten, dass wir dann jetzt durch die gesamte Stadt gerannt sind. Ach so, man soll auf der anderen Seite raus. Okay, wir gucken mal. Da ist das Alchemistenlabor. Kommt man nicht weiter. Ich habe jetzt gar nicht gemerkt, dass man irgendwo raus kann. Okay, hier waren wir auch schon. Ah. Lass das mal vorne machen. Ach stimmt, die wurden ja auch zum Westtor gerufen, ne? Halt! Das Tor ist bis auf Weiteres geschlossen. Da draußen ist es zu gefährlich. Was soll da denn dort draußen so gefährlich sein? Goblinplünderer sind vor einigen Tagen hier aufgetaucht und halten jetzt das ganze verdammte Tal in Schach. Der Bürgermeister weigert sich, etwas zu unternehmen, weil wir in der Unterzahl sind. Aber nach Verstärkung aus Ferdok will er auch nicht schicken. Mittlerweile wagen sich diese Biester bis an die Stadtmauern heran. Ich bin im Auftrag von Graf Grovin unterwegs und muss dringend nach Bren sein. Mag sein, aber der Stadtrat hat den Befehl gegeben, die Tore zu schließen. Die Gegend um Talon ist nicht mehr sicher. Goblinbanden treiben ihr Unwesen und wagen sich derweil sogar bis an die Stadtmauern. Bis an die Stadtmauern? Und ihr unternehmt nichts dagegen? Glaubt ihr wirklich? Es bereitet mir Freude, mit anzusehen, wie die Stadt, die ich geschworen habe, zu verteidigen, von einer Horde Goblins belagert wird? Die Biester beginnen sogar schon, unser Getreidelager vor den Stadttoren zu plündern. Aber mir sind die Hände gebunden. Andererseits ist die Entscheidung des Stadtrats natürlich gerechtfertigt. Die Gruppe, die sich da draußen breit gemacht hat, ist einfach zu groß. Ich habe gerade mal diese Handvoll Männer zur Verfügung. Ein Ausfall wäre daher Selbstmord. Aber wenn ich mir euch so ansehe, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, wie ihr eure Reise fortsetzen könnt. Lasst mich raten, ich soll euch helfen, die Goblins zu vertreiben.
Genau. Mit eurer Hilfe könnten wir zumindest die Bande vor der Stadtmauer vertreiben. Also, was sagt ihr? Eine Hand wäscht die andere. Wenn ihr unbedingt weiter nach Westen ziehen wollt, dann kämpft euch zusammen mit uns gegen den Weg frei. Einen Augenblick. Ich muss noch vorher etwas in der Stadt erledigen. In Ordnung. Die Goblins werden uns schon nicht weglaufen. Alles klar. Gut, ja, das machen wir natürlich. Anders kommen wir hier auch nicht raus. Okay, heftig. Aufgepasst. 10, du... Oh, das war einer der besten Diebstähle, die ich ja je hatte. Ja. Ja gut, Dolch hätten wir auch noch klauen können. Egal. Ja, also so wirklich was zu tun haben wir eigentlich nicht mehr. Ach, hier hatten wir auch schon mal Fässer, glaube ich, kaputt gemacht. Mit was schießt er eigentlich? Okay, normale Bolzen. Gut. Ich würde mal sagen... An der Stelle speichern wir hier einmal und machen den Cut. Ich weiß auch gar nicht, ich habe gar nicht genau auf die Zeit geachtet. Ich glaube, ich habe schon wieder hier ein bisschen Überzeit produziert. Aber gut, dafür sind wir jetzt auf jeden Fall hier komplett... Schön hinter mir bleiben. Komplett bereit. Und werden nächstes Mal wahrscheinlich mit allen dreien hier rauslaufen. Oder mindestens mit ihm. Ja, und gut, dann haben wir uns jetzt vor allem hier erstmal in dieser Folge um... die ganze Ausrüstung gekümmert und das alles genau angeschaut. Ich versuche mein Bestes. Okay, die haben wir übersehen. Das bin ich. Meint ihr? Gut, dann. Dann jetzt aber. Ja, gut. Erstmal bis hierher wieder und nächstes Mal laufen wir dann raus. Und ich bin mal gespannt. Irgendwo in die Richtung kriegen wir dann ja auch Prenzhain zu Gesicht. Und ich bin mal gespannt, wie das mit Gerling ist. Und was überhaupt im Gebiet hier drumherum alles noch so erforscht ist. Dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.